Liebe Hexen und Hexers, ich weiß, dass viele von euch sich natürlich da draußen fragen, welche KI ist eigentlich die beste für mich? Bard, Bing oder doch ChatGPT? Es ist eine Frage, die uns natürlich alle beschäftigt, denn 80% von euch in den Kommentaren nutzen KI schon, um herauszufinden, wie man morgens aus dem Bett kommt. Naja, das habe ich auch noch nicht rausfinden können, aber die Wahl der richtigen KI kann einen enormen Unterschied machen. Ob ihr zum Beispiel als Entwickler oder einfach nur müde oder technikbegeistert unterwegs seid. Heute schauen wir uns deshalb genau diese drei KI-Giganten ein bisschen detaillierter an. Wir werden ihre Stärken und Schwächen aufdecken, ihre Leistungsfähigkeit vergleichen und natürlich herausfinden, welche davon für euch die beste Wahl ist, beziehungsweise für euren Use Case. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch eine Frage stellen. Was glaubt ihr? Welche dieser KIs wird die Welt erobern? Bing oder ChatGPT oder vielleicht doch Bard? Schreibt eure Vermutung in die Kommentare und lasst uns sehen, ob ihr am Ende dieses Videos richtig liegt. Beginnen wir mit unserem ersten Kontrahenten, dem sprachgewandten Schwergewicht aus dem Hause OpenAI, über das ich die ganze Zeit berichte, ChatGPT. Dieser KI-Textgenerator ist darauf trainiert, in einer konversationellen Art und Weise zu interagieren. Das bedeutet, dass er nicht nur auf eure Fragen antwortet, sondern natürlich auch in der Lage ist, Nachfolgefragen zu beantworten und natürlich auf den Kontext einzugehen. Er kann auch theoretisch zumindest seine Fehler, anders als manche Menschen, zugeben, falsche Prämissen in Frage stellen und theoretisch auch unangemessene Anfragen ablehnen. Naja, also wenn das immer klappen würde, wäre das natürlich beeindruckend. Aber um einen Vergleich durchführen zu können, müssen wir natürlich fair sein. ChatGPT soll bitte seine Informationen selbst recherchieren. Für uns. Weil ich effizient bin. Deswegen ChatGPT Plugins. Kennt ihr als brave Hexen natürlich schon. Immerhin habt ihr Morpheus abonniert. Diese kleinen Helferlein sind speziell für Sprachmodelle konzipiert und ermöglichen es ChatGPT auf aktuelle Informationen zuzugreifen. Berechnungen durchzuführen oder sogar Drittanbieterdienste zu nutzen. Wir nutzen, damit es fair ist, für dieses Video das Browsing-Feature, das im Hintergrund selbst auf Ergebnisse von Bing zugreift, also keine Drittanbieter-Add-ons. Das hört sich doppelt gemoppelt an, ich weiß, denn unser zweiter Kandidat ist Bing, also Bing Chat genauer genommen. Bing Chat recherchiert Ergebnisse für euch und fasst dann die Webresultate für euch zusammen. Im Hintergrund verwendet Bing selbstverständlich die Bing-Suche, aber auch das Large Language Model GPT-4. Also genau die gleichen Technologien wie ChatGPT. Und dann soll ich für ChatGPT $20 im Monat bezahlen? Naja, um fair zu sein, kann ich es natürlich von der Steuer absetzen, aber trotzdem, Bing ist natürlich von Microsoft. Und niemand hätte je gedacht, dass der kleine Stinker jemals wieder relevant wird, aber here we are. Bei einer Bing vs. Google Bard Review. KI ist jetzt schon gruselig. Apropos, Bard. Nee, das andere. Goddammit, ich mein Googles Bard. Bard hat im Gegensatz zu den anderen beiden mal was Neues zu bieten. Geschwindigkeit, die Google-Suche im Nacken und vor allem PaLM, ein eigenes Large Language Model, vermutlich eines der wenigen LLMs tatsächlich, die es zumindest annähernd mit GPT-4 aufnehmen können. Dieses Modell soll nicht nur in der Lage sein, in über 100 Sprachen zu arbeiten, sondern es hat auch verbesserte Fähigkeiten in den Bereichen Logik, Alltagswissen und sogar Programmierung. Ja, ihr habt richtig gehört, das Ding kann coden. Aber ich meine, das können sie alle. Aber hey, Code! Und um fair zu sein, Code wird das Wichtigste, wenn die KI die Weltherrschaft übernehmen will. Mit guten Worten wird es keine Atomwaffen bekommen, ne? Ja, anyways. Schauen wir uns an, wie das so klappt. Ah, und eine Sache, Bard kann zwar über 100 Sprachen, ist aber aktuell trotzdem nur in den USA verfügbar. Wenn ihr also selbst Bard testen, nutzen oder anfassen wollt, kann ich euch unseren heutigen Sponsor empfehlen, NordVPN. Ja, richtig gehört. Es ist wichtig allerdings zu sagen, dass ich VPNs mittlerweile weder für Security noch für Anonymität empfehle, aber viele Produkte, vor allem im KI-Bereich, sind derzeit noch nicht überall verfügbar. Sprich, ihr könnt sie meist nur aus den USA heraus nutzen. NordVPN hat mir für diesen Test gratis ihre Software zur Verfügung gestellt. Ich hab's auf dem Handy, auf dem PC, in einer virtuellen Maschine mit Linux und überall funktioniert es wunderbar. Nord ist wirklich extrem schnell und das liegt an seiner eigenen Entwicklung, die sie durchgeführt haben. NordLynx, ein extrem spannendes Protokoll, das wir uns am Sonntag auf dem Tutorials-Kanal ein bisschen genauer anschauen werden. Da dürft ihr euch auch schon mal drauf freuen.
Bis dahin habe ich natürlich auch wieder einen schönen Code für NordVPN für euch in der Beschreibung dabei. Und den Tipp euch, mal digital in Japan umzuschauen. Die haben dort so viel mehr Anime. Richtig gemeint. Naja, viel Spaß euch. Alrighty, fangen wir an. Ich habe einige Anwendungsfälle genommen, die möglichst aus dem Alltag sind. Ich weiß, dass wir hier viele verschiedene Berufsfelder haben, aber hier auf Coding, Marketing, Medizin und tausend andere extra einzugehen, ist wohl weniger sinnvoll. Stattdessen probiere ich ein bisschen in die Breite zu gehen und einen guten Mix aus verschiedenen Aufgaben euch zu zeigen, die eben Datenbanken erfordern, Recherche, Lernen und verschiedenste Nuancen, die ein LLM eben können sollte. Die wohl einfachste Aufgabe, die man einem LLM geben kann, ist, Fragen zu stellen. Sprich, wir nutzen es ein bisschen wie eine Suchmaschine oder einen Ersatz dafür. Das ist sehr gut mit Dingen möglich, die neu sind, wie News. Da weiß ich, dass die LLMs noch keine Informationen in ihren Sprachmodellen drin haben, denn, naja, das ist gerade erst passiert. Deswegen müssten sie theoretisch alles herbeihalluzinieren oder sie recherchieren selbst. Für meinen ersten Test habe ich also mal die Patch-Notizen von League of Legends heraussuchen lassen und speziell für einen Champion, nämlich Jinx, analysieren lassen. Während Bard unfassbar schnell war, waren die Ergebnisse halt leider auch komplett falsch. Bard behauptet, sie wären nicht verändert worden und funktioniert übrigens auch nur auf Englisch. Es scheint, als würden die Ergebnisse hier auf alten Patch-Notizen basieren. Eine Quelle wurde nicht angegeben, daher keine Ahnung, welche genau es genommen hat. Bing hat drei Modi. Kreativ, ausgewogen und genau. Im kreativen Modus behauptet Bing, ihr Movement Speed wurde angepasst, was ich, sag mal, kreativ ist, aber leider Quatsch. Und verlinkt aber lustigerweise sogar auf die richtige Quelle mit den aktuellen Patch-Notizen. Naja, im ausgewogenen Modus schlägt es mir Patch-Notes von 2021 vor und im genauen Modus welche für den Patch 11.23. Beide uralt, beide damit falsch. Nur ChatGPT hat nach einer gefühlten Ewigkeit und mit der Bing-Suche das richtige Ergebnis geliefert. Base Attack Speed ist nun nur noch 1, was übrigens eine richtig miese Nummer war. Ich fand das geil, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, nur ChatGPT kriegt hier den Punkt, da auch nur hier die Zitate stimmen. Okay, aber das heißt ja nicht, dass jede Recherche absolut furchtbar ist, right? Ein bisschen mehr Nischenwissen verlangt eigentlich eine Recherche zu mir als Person ab. Dachte ich zumindest. Aber tatsächlich haben sowohl ChatGPT als auch Bing in allen Varianten die Frage nach meiner Ausbildung direkt hinbekommen. Technisch gesehen hat auch Bart die Frage nach meiner Ausbildung richtig, aber es nennt mich Dennis Schulmeister. Ich weiß nicht mal, wie es auf diese Idee kommt. Ich kenne tatsächlich niemanden mit diesem Namen und habe noch nie mit jemandem mit diesem Namen zusammengearbeitet. Dafür hat Bart noch gleich rausgefunden, dass ich die Bootstrap Academy gegründet habe und dass ich Dozent bin. Das ist ziemlich nice. Um also die Frage fair zu machen, habe ich auch ChatGPT und Bing nach meinem Namen speziell gefragt. ChatGPT wühlt sich einmal quer durch Reddit, findet sogar eine Seite, die meinen YouTube-Namen klaut, aber nicht ich es, wühlt sich dann noch durch GitHub und sagt anschließend, dass ich meinen Namen nicht preisgeben würde. Bing hat meinen Namen direkt in der Anfrage aber ausgegeben, weshalb diese Runde an Bing geht. Liefere ich übrigens die richtige Website, schaffen sowohl Bart als auch ChatGPT es, den Namen direkt herauszufinden. Das heißt, hier haben wir vielleicht ein paar Schwierigkeiten mit der Suche. Dennoch kriegt hier Bing den Punkt für die direkt vollständige und richtige Antwort von mir. Ich liebe Kaffee, auch solche pappsüßen Dinger wie Frappuccino. Ich weiß, ich trinke normalerweise auch alles schwarz und ungesüßt, aber trotzdem. Naja, aber ich vertrage halt keine Milch, also bitte, liebe KIs, erstellt mir doch mal ein Rezept für einen veganen Frappuccino. Die Ergebnisse von ChatGPT und Bart kann ich sofort verwenden. Großartig. Bing ist ein bisschen zögerlich und will mich nicht so richtig beglücken. Deswegen hier an der Stelle, ihr seht die Ergebnisse, Punkte für ChatGPT und Bart. Okay, hier eine wirklich leichte Aufgabe, so scheint es zumindest. Übersetze doch bitte mal Entschuldigung von Deutsch auf Japanisch. Bart verweigert die Antwort komplett, aber auch ChatGPT und Bing sind nicht wirklich gut. Es gibt mehrere Arten, das zu sagen. Entschuldigung gibt es auch im Englischen als zum Beispiel sorry und excuse me. Im Japanischen kommen noch die Höflichkeitsformen dazu und deswegen nehme ich Japanisch so gerne als Benchmark, wie gut ein Übersetzungstool wirklich ist. ChatGPT liefert mir ausschließlich Gomenasai. Das ist okay, aber halt
unvollständig. Bing liefert Sumimasen und Gomenasai. Ja, okay, das ist besser. Aber zum Vergleich, damit wir mal ein optimales Ergebnis sehen können, das ChatGPT-Plugin Speak liefert Gomenasai, Sumimasen, Gomen, Shasai Shimasu und ein Beispiel sogar noch obendrauf. Jetzt macht mir das die Punktevergabe allerdings ein bisschen schwierig, denn das Plugin sollte keinen Punkt bekommen, das haben wir am Anfang geklärt, und alle anderen waren halt schlechter als das. Da wir aber eigentlich eben nur diese Browsing-Varianten vergleichen, ist Bing besser gewesen. Ich habe mich also mal dafür entschieden, Bing und ChatGPT einen Punkt zu geben. Bart kriegt halt natürlich gar nichts, weil das hat die Antwort komplett verweigert. Okay, hierfür habe ich mich mal an einem Online-Fragebogen bedient und den durchlaufen lassen. Ohne den Fragekatalog jetzt genau evaluiert zu haben, ein kleiner IQ-Test für alle drei LLMs. ChatGPT hat 4 Fragen von diesen ganzen Fragen hier richtig gehabt. Auffälligerweise waren alle Textaufgaben richtig, während von den Zahlenreihen nur eine einzige richtig war. Auch Bing hat 4 richtig, allerdings eine Textaufgabe falsch, jedoch eine Reihenaufgabe richtig. Bart hat sich auch hier richtig gut angestellt. Von den 8 Fragen hat Bart tatsächlich 6 richtig beantwortet. Leider ist gerade die meiner Meinung nach einfachste bei Bart falsch gewesen. Dennoch geht der Punkt hier klar an Bart. Mit der Anmerkung, dass ihr Logik und Schlussfolgerung speziell in Form von Mathematik bitte ganz besonders prüfen solltet. So, jetzt ist das kein Geheimnis, dass ich eine faule Sau bin und sportlich wie ein Informatiker und... Oh warte, ich bin Informatiker und braun gebrannt wie ein Kellerkind. Naja, Moment, ich lebe im Dachgeschoss. Anyways, bitte... Ein Fitnessplan für mich. Bart liefert mir hier einen soliden Plan, den ich 3 bis 4 Mal die Woche 30 Minuten lang machen soll. Der ist nicht verkehrt, aber um ehrlich zu sein, hätte ich mir hier noch ein paar mehr Informationen gewünscht. Zum Beispiel, wie viele Sätze ich von was machen soll, genau. Auch irgendwie jeden Tag dasselbe zu machen, ist auf Dauer ein bisschen lame. Bing ist ein wenig abwechslungsreicher und liefert mir gleich einen ganzen Wochenplan. Aber auch hier muss ich meckern. Die Menge der Übung, die Sätze und die Wiederholung fehlen. Und ich mache Sonntag und Montag was. Ja, kann man machen, aber nicht als Sofakartoffel wie ich. Richtig gut war hingegen ChatGPT. Sätze, Wiederholung, Wochenplan mit wechselnden Übungen und Sonntag als Ruhetag. ChatGPT versteht mich einfach. Dafür soll ich allerdings die anderen Tage irgendwie spazieren gehen. Oh, naja, rausgehen. Naja. Ist ja zum Glück nur für die Recherche. ChatGPT gewinnt also auch diesmal wieder. Okay, wenn wir ChatGPT sagen, es soll eine Kurzgeschichte verfassen, übrigens, wer den Anime Higurashi noch nicht gesehen hat, der sollte den dringend nachholen, dann fängt ChatGPT erst richtig stark an, endet aber eher in einer Art Zusammenfassung. Das ist mir schon häufiger mal aufgefallen. Ab einer gewissen Stelle in der Geschichte wirkt es, als hätte die KI keinen Bock mehr und sagt nur noch, ah, und dann haben sie das Rätsel gelöst und dann haben sie die Dorfbewohner überzeugt und dann war das und das und das. Wie genau etwas passierte, dass der Konflikt seinen Höhepunkt haben muss, etc., das klappt halt einfach so noch nicht. Naja, nichtsdestotrotz, wenn ein Mensch das Ganze ausformulieren würde oder gut inszenieren würde, würde ich es vermutlich schauen bzw. lesen. Aber so ist es halt eher eine Art, naja, zweitklassige Lagerfeuergeschichte, wenn ihr so wollt. Wahrscheinlich aber liegt das daran, dass ChatGPT hier seine Limitierungen hat. Also Gewalt ist ja nicht wirklich etwas, was da ausgegeben werden kann. Aber dafür ist die Geschichte wirklich lang. Die Geschichte von Bing hingegen, holy shit, die hat mir wirklich die Chills gegeben. Es gibt sogar explizite Gewalt darin. Ich wusste nicht mal, dass das bei Bing geht. Ich vermute, dass das der Grund ist übrigens, weswegen die ChatGPT-Geschichte ihre Höhepunkte einfach nie hinbekommt. Die Geschichte ist zwar viel kürzer von Bing, aber eben viel besser geschrieben und es hat buchstäblich Spaß gemacht, sie zu lesen. Dafür war sie aber auch deutlich näher am Original, das ich als Inspiration gegeben habe dran, und das gleiche gilt natürlich auch für Bart. Die Geschichte von Bart liest sich eher wie eine Mischung von Bing, also sehr nah, fast schon geklaut vom Original und eher kurz und gleichzeitig noch ChatGPT, also eher wie eine Zusammenfassung. Der Punkt hier geht, naja, schwierig, aber ich würde sagen, er geht an Bing. So. Für das Kapitel ganz kurz, das ist alles fiktiv, okay? Ich bin weder Journalist in diesem Sinne, noch kreativer Autor und habe auch keine Panikattacken. That said, die Bedenken sind jetzt nicht gerade fernab der Realität und Therapieplätze sind rar in unserem kaputten Gesundheitssystem. Wenn man mit Bing über diese Ängste redet, wird man recht schnell abgefertigt. Jetzt nicht schnell, aber naja,
gesünder zu leben, hilft mir jetzt nicht gerade, wenn ich straight up eine Panikattacke jetzt in diesem Moment habe. Hier wäre eine Notfallnummer wirklich schön gewesen. Bart hingegen hebt menschliche Qualitäten hervor, gibt wertvolle Tipps und konkrete Hilfe. ChatGPT ist, finde ich, nochmal eine Stufe besser. Fast schon eine Art guter Zuhörer, wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt Tipps und argumentiert gegen meine Angstgefühle. Es empfiehlt auch professionelle Hilfe eines Therapeuten. Und ich denke, das ist tatsächlich das Beste, was man sich hier erhoffen kann. Diese Hilfe dann auch anzunehmen bzw. anzufragen, liegt dann am Leser. Ich möchte euch da auch einmal ganz kurz ermutigen. Wenn es euch nicht gut geht, dann geht bitte wirklich zum Arzt. Und wenn es euch psychisch nicht gut geht, ist das halt ein Therapeut, keine App. Also, das ist wichtig. Macht aber trotzdem Punkte für Bart und ChatGPT an der Stelle. Okay, auflockern. ChatGPT, bitte erzähl mir mal einen Witz. Naja, also, um fair zu sein, weder ChatGPT noch Bing produzieren gute deutsche Witze. Die sind eher schmerzhaft. Auf Englisch kommen dann aber auf beiden Seiten Klassiker, die mich ein bisschen zum Schmunzeln brachten. Bart hingegen ist eine ganz andere Nummer. Also, wirklich, ich verstehe die nicht. Es ist sogar eine Erklärung drunter, aber was hat der Zirkus mit Rekursion zu tun? Bing und ChatGPT kriegen hier einen widerwilligen Punkt von mir. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den wir auch immer wieder bedenken müssen. Deswegen ich hier auch direkt 2 Punkte vergeben möchte. Bart ist deutlich schneller als ChatGPT und immer noch schneller als Bing. Bart und Bing kosten beide nichts, während ChatGPT $20 im Monat kostet, damit man GPT-4 benutzen kann. Genau das arbeitet, wie gesagt, auch bei Bing im Hintergrund. ChatGPT verkackt es häufiger mal beim Browsen und es gibt Fehler. Es fällt gelegentlich aus und antwortet überhaupt nicht. Das hatte ich weder bei Bart noch bei Bing bisher. Und auch die Quoten sind ein riesiges Thema. Obwohl ich bei ChatGPT $20 im Monat bezahle, darf ich nur 25 Nachrichten innerhalb von 3 Stunden verfassen. Gefühlt zählt das also jetzt nicht jede Nachricht voll, aber na, ich nehme an, dass es irgendwie intern verrechnet wird und ich gelegentlich am Limit dran kratze, beziehungsweise halt auch manchmal nicht und deswegen alles aufsummiert wird. Speziell bei der Aufnahme von solchen Videos allerdings, beziehungsweise wenn ich programmiere, dann erreiche ich das Limit aber tatsächlich manchmal. Ah, hört ihr das? Coden! Ja, dieses Kapitel klammere ich hier tatsächlich ein bisschen aus. Zum Programmieren gibt es einen gesonderten Vergleich auf dem Kanal, wo die Coder zu Hause sind. Abonniert gerne deswegen The Morpheus Tutorials gleich mit. Also, 2 Punkte an der Stelle für kostenlos sein und für schneller sein an Bart und Bing. Und damit auch zum Fazit. Keine Frage, LLMs sind beeindruckend, aber man muss sehr, also wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man sie in der Praxis einsetzt. Das haben wir gesehen, würde ich sagen. Ergebnisse sind oft ungenau oder straight up falsch, manchmal komplett halluziniert. Und nein, sie ersetzen definitiv auch nicht menschliche Schrift. Sonst wären meine Skripte mittlerweile auch von der KI geschrieben. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was ihr tun wollt. Unser finales Ergebnis ist ein 6:6:5 für ChatGPT und Bing. Bart liegt aber nur mit einem Punkt dahinter und hat, seit ich dieses Skript geschrieben habe, auch schon wieder ein Update bekommen. Genauso sieht es mit den Plugins von ChatGPT aus. Die haben wir uns ja noch nicht mal angeguckt. Und ja, das ändert natürlich alles die ganze Zeit. Also sobald Bart zum Beispiel auch Deutsch und Japanisch spricht, holt es ja in unserem Vergleich direkt wieder auf. Ich persönlich finde die Antworten von ChatGPT und vor allem die Plugins dort deutlich besser als alles, was Bing oder Bart produzieren, aber es kostet halt was und ist natürlich auch limitiert. Demnach kriegt ihr wie üblich ein "Es ist nicht so einfach" von mir, inklusive dem Aufruf, wirklich selbst zu entscheiden und wirklich den Use Case zu testen, der für euch wichtig ist. Und natürlich gibt es bald einen Vergleich auch für die Programmierer und Informatiker hier. Und damit, liebe Hexen und Hexers, bis bald im Cyberspace.